Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Fahrerarbeitsplatzprojektes auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute über den aktuellen Stand der Dinge berichten und euch darüber informieren, wie es jetzt hier am Fahrerarbeitsplatz aussieht. Und ich muss doch sagen, eine Kleinigkeit an Dingen hat sich schon getan gegenüber der letzten Folge, die ja doch schon relativ lang her ist. Ja, ich möchte mal anfangen mit der Tatsache, dass der Korpus meines Fahrerarbeitsplatzes jetzt in Grau erstrahlt, in schönstem Lichtgrau, passend zu den Elementen, die verbaut wurden. Also wie gesagt, hier alles wunderbar in Lichtgrau gestrichen. Des Weiteren hat sich hier ein schönes Schild eingefunden, was natürlich sehr gut nochmal den Charakter hier vom Busfahren unterstreicht. Auch hier an der Seite dieses Schild, also ein anderes Schild natürlich. Dann des Weiteren hier eine kleine Stufe, ein kleiner Umbruch für meinen Gangschalthebel, der demnächst noch verlängert wird. Und hier oben natürlich das Armaturenbrett, wie es hier auf diesem Keil drauf gelagert ist. Ich sag gleich, ich möchte heute in dieser Folge nicht mal so dermaßen auf den Aufbau und die Elektrik, die dahinter steckt, eingehen, sondern euch nur mal kurz und knapp zeigen, welche Funktionen mittlerweile funktionieren und welche noch nicht. Die genauen elektrischen Verkabelungen, die genauen Funktionen und den genauen Aufbau werde ich euch mal in einer weiteren Folge erklären, wenn ich den Fahrarbeitsplatz mal komplett umdrehe und euch dann das Innenleben zeigen werde. Genau, so, jetzt würde ich vorschlagen, auch hier natürlich, hier an der Seite, Feststellbremse, wurde beschriftet. Und ich würde sagen, ich werde mal jetzt mit den Funktionen anfangen und euch mal zeigen, was eben schon funktioniert. So, mein Zündschloss hier funktioniert im Moment noch nicht. Man kann es natürlich runterdrücken, Elektrik an, Zündung an. Aber es funktioniert bei der Zündung an, wenn man hier mal drauf achtet, funktionieren schon die Beleuchtung von den Manometern und dem Drehzahlmesser. Der Tacho funktioniert im Grunde genommen auch schon, nur ist er gerade abgeschlossen davon. Den habe ich heute Nachmittag mal kurzfristig abgeschlossen. Der würde jetzt theoretisch schon mitbrennen mit dem anderen. Das heißt, die Instrumentenbeleuchtung funktioniert. Kann ich also hier regeln, funktioniert wunderbar. Das Abblendlicht funktioniert natürlich auch im Spiel noch nicht. Ist noch nicht verkabelt. So, aber dafür funktioniert mittlerweile die Nebelschlussleuchte. Auch im Spiel, wie man sieht. Betätige die gerade nochmal. So, das war die Nebelschlussleuchte. Hier nochmal. Genau. So, dann haben wir den Motor an Taster. Werde ich mal betätigen. So, ich hoffe, man hat was gehört. Im Spiel läuft der Motor. Und auch hier, wie gesagt, habe ich ja den Motortaster gedrückt und der Motor ist angesprungen, so wie das sein soll. Der Motor-Aus-Taster funktioniert noch nicht. Der hat zwar lange Zeit funktioniert, ich habe ihn auch schon angekabelt, aber im Moment muss ich gerade noch mal schauen, was diesem Teil hier fehlt. Denn er hat irgendwie Kontaktschwierigkeiten, im Gegensatz eben zu dem hier oben, der funktioniert wunderbar. Den hier unten hier schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Ja, dann machen wir doch gleich mal weiter mit dem Warnblinker hier. Da ist es ja eine kleine Besonderheit, denn ich habe den eigentlich vor, mit dem Arduino an den PC und OMSI anzuschließen. Vorübergehend habe ich den jetzt aber mit einem Blinkerrelais angeschlossen, das dann wirklich direkt den Impuls überträgt auf mein R-Case. Wenn ich den jetzt mal betätige, wird euch auch auffallen, dass er relativ schnell geschaltet ist, aber es funktioniert die Kontrollleuchte sowohl hier als auch natürlich hier oben. Machen wir mal. So, er funktioniert. Und natürlich auch hier oben.
So, jetzt tut sich hier im Spiel noch nichts, denn ich habe ihn ja wirklich nur mit einem Relais mal verkabelt, sodass er hier an meinem Fahrarbeitsplatz direkt funktioniert. Auf das Spiel werde ich die Sequenz aber mit dem Arduino dann übertragen und das funktioniert logischerweise noch nicht. So, das wäre jetzt der Warnblinker. Und dann gehen wir mal weiter. Hier die Haltestellenbremse natürlich. Genau. Wenn ich die, so ist sie jetzt eben gelöst. Das heißt, hier oben brennt die grüne Kontrollleuchte. Wenn ich die jetzt betätige, einschalte, dann geht hier die Kontrolllampe aus. Ich mache sie mal wieder rein. Raus, rein, raus. Und wie man schon sieht hier, ich weiß nicht, ob man es einigermaßen draufkriegen kann. Ich werde es mal versuchen. Seht ihr ja vielleicht, dass beim UL in OMSI auch die grüne Lampe angeht. Genau, so. Ich hoffe, man hat es einigermaßen gesehen. Das heißt, auch diese Haltestellenbremse hier ist schon angeschlossen. So, dann gehen wir weiter zu den Türtastern, einmal hier rum. Was euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist, der Gangwahltaster hat hier seinen Platz reingefunden. Da musste ich so ein richtige Aussparung in diesen Metallkorpus reinsägen. Es war eine relativ schweißtreibende Arbeit, weil ja mein Armaturenbrett eigentlich aus einem Schaltwagen UL kommt, aber ich eben trotzdem diesen Gangwahltaster umgesetzt haben wollte und somit dann die Aussparung selbst gesägt habe. Er passt optimal rein, es ist also wirklich wunderbar und macht sich wirklich sehr gut hier in dem ganzen Ensemble. So, dann den Türtaster Nummer 1. Beide funktionieren noch nicht, werden aber dann auch mittels des Arduinos an OMSI rangekabelt. Aber beim ersten funktioniert die Kontrollleuchte immerhin schon, wenn ich direkt drauf drücke. Da jetzt aber noch kein Relais eingebaut ist und auch kein selbsthaltendes Relais, erlischt die Kontrollleuchte, sobald ich wieder loslasse. Und das soll natürlich später dann nicht so sein. Das heißt, es wird später noch ein Relais eingebaut oder wenn es direkt mit dem Arduino und dem Gas-Skript verarbeitet wird, braucht man nicht mal ein Selbsthalterelais, sondern einfach nur ein ganz normales. Dann, der Türtaster 2 hat keine Kontrollleuchte. Das ist von Werk so gewollt. Dafür hat dieser Schalter oder Taster hier oben eine rote Kontrolllampe, die dann, sobald ich da drauf drücke, mit ein paar Sekunden Zeitverzögerung angeht. Aber das funktioniert natürlich ebenfalls noch nicht. So, jetzt kommen wir mal weiter hier nach oben. Da funktioniert aber wirklich schon einiges. Dazu muss ich jetzt im Spiel erstmal... Moment. Muss man ganz kurz im Spiel eine andere Perspektive suchen, dass man einigermaßen den Gangwahltaster sieht im Spiel. So. Wobei, naja. Ich suche gerade nochmal eine. Ja, dürfte gehen. Klicken wir mal das Lenkrad weg. Und genau. So, hier ist der Gangwahltaster. Wäre natürlich schön, wenn ich nochmal eine andere Perspektive finden würde. Ich schaue nochmal. Jawohl, so ist doch eine gute Perspektive. Richten wir mal den Blick hier drauf. So. Hier ist der Gangwahltaster. Die Taste 1 und 2 habe ich bewusst weggelassen. Denn ich werde nie in meiner OMSI-Karriere und ich bin auch noch nie in meiner OMSI-Karriere mit Taste 1 und 2 gefahren. Natürlich funktionieren die zwei Tasten. Und jetzt ist es eben so, wenn ich hier den Zündnagel ins Zündschloss reinstecke, das heißt die Elektrik starte und einmal hier die Instrumentenbeleuchtung anschalte, dann ist auch die Beleuchtung von diesem Gangwahltaster aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt N vorwähle, brennt hier die Lampe drin in N und im Spiel wurde auch N eingelegt. Da aber in dem UL vom Perutinus der Schalter N nur als Taster vorkommt, das heißt, dieser Schalter N ist einfach nur ein Taster, das kann ich nochmal beweisen, indem ich hier mal
N löse und N nochmal rein tue. So, es ist nur ein Tastbefehl, wie ihr gesehen habt. Es ist keiner, der sich selbst hält. Mein ZF-Gangwahltaster, der aber aus einem anderen Bus kommt ursprünglich, ist eben schon ein Schalter. Das heißt, der bleibt und der im Spiel verschwindet dann wieder in die Ausgangsposition. Ändert aber nichts an der Funktion. So, dann haben wir die Taste 1 und 2, wie gesagt. Da funktioniert zwar bei beiden die Beleuchtung, aber wie gesagt, im Spiel brauche ich sie nicht. Dann, wie gesagt, die Haupttasten sind bei mir D, N und R. Die Taste D drücke ich mal. Und wie man sieht, ist auch hier gedrückt. Und wenn ich sie löse, ist sie auch hier gelöst. Das gleiche kann man natürlich mit N machen. Einmal N und einmal mit R meine ich, Entschuldigung, mit R. Und dann ist auch hier R eingelegt. Und hier brennt natürlich auch die Lampe. Wenn ich hier wieder R löse durch N, dann ist auch hier wieder R gelöst. So viel dazu. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar machen wir mal hier weiter. Genau, hier ist jetzt der Dauerbremsschalter oder auch Retarderschalter. Ich habe dazu, muss ich noch mal ganz kurz sagen, bevor ich hier weitermache, ich habe den kompletten Armaturenbrettträger komplett von den Elementen am Anfang befreit, also von den Schaltern und so, und dann komplett überlackiert. Deshalb jetzt auch die schönere dunkel-schwarze Oberfläche hier im Gegensatz zu vorher, weil es einfach so edler und moderner wirkt. So, dann haben wir jetzt hier eben den D-Schalter, wenn ich den drücke. Der ist übrigens auch im Spiel vorhanden, nämlich hier oben. Wenn ich den drücke, dann geht hier die, ich muss mal hier rüber filmen, dass man das einigermaßen sieht. Dann geht hier die Sektleuchte an. Ja, also ich kann hier schön drücken. Dann geht hier diese SEC-Leuchte an für den Retarder. Und hier natürlich auch meine Beleuchtung im Schalter drin und hier hinten die Kontrolllampe für den Fahrer. Genau. Und wenn ich jetzt eben hier gedrückt habe, dann ist sie natürlich auch hier im Spiel an und hier auch im Spiel die SEC-Kontrollleuchte. Und wenn ich wieder ausschalte, geht sowohl die Kontrollleuchte im Spiel als auch der Schalter aus und natürlich auch bei mir ist alles aus. Gut, das war der Befehl. Dann kommen wir zum Fernlicht. Das Fernlicht ist zwar eigentlich über den Lenkstockschalter geschalten, aber ich dachte mir, ich belege es hier auf die Taste oder auf den Schalter für den Nebelscheinwerfer. Der ist natürlich hier auch im UL in OMSI vorhanden, hier zu sehen. Aber ich dachte mir, ich belege mir darauf das Fernlicht, denn das verwende ich sowieso ziemlich oft im Gegensatz zum Nebelscheinwerfer und ich habe ja auch keinen Lenkstockschalter und deswegen, wie gesagt, habe ich hier drauf mein Fernlicht gelegt. Wenn ich jetzt hier einschalte, dann geht auch hier die Kontrolllampe fürs Fernlicht an und im Spiel muss ich erst noch das Licht einschalten. Wie gesagt, hier meine Lichtinstallation ist eben noch nicht angeschlossen an den PC, das heißt, hier wird noch kein Signal an OMSI übertragen. Muss ich also hier noch händisch machen. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Wenn ich jetzt also hier das Abblendlicht eingeschaltet habe, dann das Fernlicht bei mir drücke. Ich mache das mal von hier aus. Ich drücke also hier Fernlicht. Das heißt, hier brennt wieder mal die Kontrolllampe für den Fahrer und die Kontrolllampe. Und auch hier brennt die Kontrolllampe. Von den Farben her natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Eigentlich ist die blau. Im Video wird es jetzt wahrscheinlich violett rüberkommen. Sie ist blau, ich kann euch beruhigen. Ist natürlich dann auch hier der Schalter und die Kontrolllampe angegangen. Und dann bei Ausschalten geht er natürlich auch wieder aus. So. Was ich gerade vergessen habe euch zu sagen und was mir gerade noch aufgefallen ist, bei dieser, wenn ich hier mit dem Zündnagel die Instrumentenbeleuchtung an- und ausschalte, funktioniert die nicht nur in diesen Elementen, sondern auch in diesem Element, also im Tacho.
Ich habe sie nur vorher nicht gesehen, weil der relativ dezent hier seine Beleuchtung hat. Aber auch hier im Tacho funktioniert sie schon. Ich habe mich schon gewundert, weil eigentlich hat sie da schon immer funktioniert. Also natürlich funktioniert sie auch hier, so wie es sein soll. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dazu muss ich sagen, dass jetzt vor einigen Tagen bei mir eine Lieferung von MAN in Pilsting Truck and Bus eingetroffen ist. Darunter waren zum Beispiel statt diesen alten, wie nennt man die, ja, Linsen für die Schalter. Da werde ich euch den Link mal in die Infobox schreiben für diese Seite von MAN. Da könnt ihr euch diese Linsen für die Schalter bestellen. Denn die sind gerade bei MAN und DAF und Neoplan eben sehr abgegriffen. Und so sieht man das auch hier. Das waren die alten, die drin waren. Und ich habe mir dafür dann neue bestellt. Die sind eigentlich relativ günstig. Also neue sind jetzt hier zum Beispiel die Heckscheibenheizung. Dann hier eine Innenbeleuchtung. Einmal Licht für den Fahrer. Den hier habe ich restauriert. Der ist nicht neu. Dann hier einmal eine Gebläsestufe. Und hier noch die Spiegelheizung. Das sind alles die, die ich mir neu bestellt habe. Die sind eigentlich in der Regel relativ günstig zu haben, um den 1 Euro pro Linse. Nur eine Linse kostet besonders viel, die kostet dann ganze 8 Euro, das ist die hier. Also da macht man nicht gerade ein Schnäppchen. Ja, trotzdem habe ich sie mir bestellt und ich finde, sie machen schon wirklich was her. So, jetzt haben wir hier unser Fahrerarbeitsplatzlicht. Wenn ich das hier einschalte, natürlich geht die Lampe an. Und auch hier im Spiel ist das Licht angegangen, der Schalter. Und natürlich kann man das auch wieder ausmachen, anmachen, ausmachen. So, dann haben wir hier den Innenbeleuchtungsschalter 1. Demonstriere ich hier mal. Innenbeleuchtungsschalter 1. Und den Innenbeleuchtungsschalter 2. 2 ist hier direkt daneben. Gut, mein UL hat jetzt nicht mehr, zumindest ein OMSI hat mein UL von Perotinus nicht mehr Schalter für die Innenbeleuchtung als meine Fahrarbeitsplatzleuchte und diese zwei. Aber es gibt ja in OMSI-Busse sowie die Berliner Doppeldecker, die dann noch eine dritte Beleuchtungsstufe haben und dafür ist dieser Schalter hier gut. Den habe ich wie gesagt hier beim UL nicht mehr, das heißt ihr seht hier nichts mehr. Aber wenn ich jetzt einen Doppeldecker im Spiel hätte, dann würde jetzt noch ein Licht angehen und natürlich auch noch ein Schalter. Das heißt, auch dieser Schalter ist schon in OMSI oder im R-Case einprogrammiert. Das heißt, ich habe hier mal 4 Beleuchtungsschalter. Genau, dann mein Vibasto Vorwahlheizgerät wird noch an den 24 Volt Trafo angeschlossen, sodass hier die Lampen brennen und der Display. Viel mehr lässt sich damit aber nicht bewerkstelligen, denn auch in OMSI gibt es ja kein Vibasto-Vorwahlgerät, was zu bedienen ist. Gehen wir gleich weiter hier runter. Hier haben wir jetzt einmal den Standheizungsschalter. Das ist der hier, der brennt eine Kontrollleuchte mit. Und auch hier im Spiel brennt die Kontrollleuchte hier oben, die gelbe und der Schalter natürlich, wenn ich jetzt hier wieder ausschalte, aus, an, aus. Und natürlich auch hier nochmal bei mir an, aus. Dann der nächste Schalter ist hier. Das ist eine Gebläsestufe. Kann man hier einschalten. Ihr seht schon, nicht jeder Schalter hier auf meinem Armaturenbrett hat eine Lampe inbegriffen. Das sind ein paar, aber eben nicht alle. Das ist also hier die Gebläsestufe. Die kann ich dann beliebig hier weiterstellen. Und wieder ausschalten. Dann habe ich hier meinen Schalter mit dieser neuen Linse eben, den kann ich auch einschalten. Das ist eine weitere Gebläsestufe, die aber bei diesem Bus hier nicht vorhanden ist. Wie gesagt, nicht jeder Bus hat die gleichen Heizungsarten. Dann habe ich hier noch eine weitere Gebläsestufe. Die hat wieder eine Lampe und die hat auch hier eine Lampe. Das ist dieser Schalter hier. Wenn ich den ein- und ausschalte, natürlich tut sich dann auch wieder was. Es ist sogar ein Schalter, der mit dem gleichen Piktogramm ausgerüstet ist. Hier ist dieser Propeller mit diesen drei Strichen und auch diesen Propeller mit diesen drei Strichen gibt es hier in OMSI. Wie ihr seht, das ist genau das gleiche Symbol wie eigentlich alle hier.
bei mir auf dem Fahrerarbeitsplatz. Dann als nächstes die Heckscheibenheizung, wie gesagt, schaltet man ein. Und hier in OMSI habe ich den Tastaturbefehl dafür noch nicht rausgefunden. Wenn also jemand weiß, wie der Tastaturbefehl für die Heckscheibenheizung geht, dann schickt mir doch den bitte in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen, denn ich möchte natürlich auch diesen Schalter hier noch ankabeln. Das wäre eigentlich dieser hier eben. Aber ich weiß nicht, welche Tastaturbelegung der hat. Wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen recherchieren. So, der hat nämlich eigentlich auch noch eine Kontrollleuchte drin, aber er ist eben noch nicht angeschlossen. Ihr seht, hier ist diese Fahrerarbeitsplatzleuchte. Die brennt dann eigentlich auch. Und hier natürlich auch wieder dieses Linsensymbol. Aber er ist ja eben noch nicht angeschlossen. Gut, dann als nächstes habe ich das Abblendlicht, was ja eigentlich über hier, über meinen Zündnagel geht, über diese zweite Stellung hier, die hier. Da der aber noch nicht angeschlossen ist, habe ich mir gedacht, mache ich das vorübergehend auch über einen Schalter, der noch frei war bei mir. Das ist in diesem Fall dieser Parkbeleuchtungsschalter, ein ehemaliger. Den drücke ich und die Beleuchtung geht an. Hier im Spiel ist sie gerade angegangen. Ich drücke ihn nochmal, sie geht aus, sie geht an, sie geht aus. Das heißt, dieser Schalter steuert bei mir aktuell das Abblendlicht. Dann als nächstes habe ich die Spiegelheizung, und zwar eben hier drauf gelegt. Das heißt, dieser Schalter brennt und hier brennt auch ein Symbol für die Spiegelheizung. Das sind diese drei Pfeile. Ich mache es nochmal so. Hier, das brennt. Und natürlich brennt dann auch das dementsprechende Kontrolllämpchen hier in OMSI und auch der dementsprechende Schalter, der jetzt gerade hier hinter verborgen ist. Das ist aber der und das ist halt hier das Kontrolllämpchen in OMSI. Und als letzten Schalter noch den Schalter für die ASR. Das war bei mir mal ein Schulbusschalter. Da habe ich aber das Piktogramm unkenntlich gemacht, sodass das jetzt ein rein oranger Schalter ist. Und der steuert die ASR. Ich drücke ihn, die Beleuchtung geht an. Und hier in OMSI geht dieser ASR-Schalter an. Und die ASR-Kontrollleuchte funktioniert auch. Die habe ich hier auf meinem Fahrerarbeitsplatz nicht. Und deswegen habe ich eben nur den Schalter. Aber wie gesagt, es funktioniert auch alles. So, das waren jetzt diese ganzen Schalter hier. Dann kann ich nur noch sagen, habe ich mir hier auf diesen Druckknopf